Oh je, wo sollen die denn noch sein? Alles ausverkauft. Wir haben den ganzen Laden leer gekauft, einfach. Schön! Auch in solchen Spielen wird also die Konsumgesellschaft toleriert, also schön gemacht. Guck mal, Zimmer 11. Zimmer Nummer 11 abgeschlossen. Oh, ein Wimmelbild, ein neues. Das werden wir auf jeden Fall jetzt machen. Gut, den Kamm habe ich gleich gesehen. Ich muss unbedingt die Katze finden. Ich finde, diese arme Katze ist auseinandergefallen. Ja, tragisch auf jeden Fall. Es gibt wenig Tipps, aber ich brauche auch erstaunlich wenig Tipps. Ich habe bis jetzt zweimal und ein paar Mal zur Ortsfindung, wo es weitergeht. Kirsche? Wo sind die andere? Also offensichtlich muss ich noch Katzenteile finden. Ein Törtchen wäre mit einer Kirsche viel besser. Nehmen wir doch einfach die. Schön. Brauche ich den Stier? Ja. Kerze? Nein. Keks. Röllchen. Glückskeks. Schirmei. Hirsch. Ja, die Katze ist auseinandergefallen, schon klar, aber... Marienkäfer? Süß. Ein Pfotenabdruck. Wo ist denn hier ein Pfotenabdruck? Das vielleicht? Nein. Ein Pfotenabdruck. Ich werde verrückt. Pfotenabdruck. Mond? Herz? Blümchen? Ich finde den Pfotenabdruck nicht. Ich muss auch noch Käse finden. Der Käse ist hier vorne. Zitrone habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo gesehen. Die müsste da auch hier oben irgendwo sein. Da. Kaffeebohnen brauchen wir nicht. Trauben. Da wüsste ich jetzt sogar noch, wo am Obststand welche wären. Aber auch das ist offensichtlich nicht wichtig. Na, die Trauben sind hier unten. Jetzt brauche ich noch die Katze und den Pfotenabdruck. Ich weiß nicht, was mit Pfoten... Ach so. Was ist denn mit Pfotenabdruck gemeint? Das ist schon wieder irgendwas Groteskes. Ach komm, komm. Da, das kleine Ding, ey. Naja, bitteschön. Gefunden, Rollladenkurbel. Bitteschön. Gern. Ich muss drei Äpfel finden. Da warte ich noch, bis ich den letzten gefunden habe. Dann gehen wir erstmal hier rein. Yay! Faster, my love, we're going to be late. So würde ich Papier auch gerne mal zerfetzen. Verbrechen werden durch die Dunkelheit verborgen, wenn ich doch nur diese Rollladen öffnen könnte. Der Gefallen, der sei dir getan. Aha, ein falscher Bart. Vergiss nicht, den Schlüssel zum Tresor mit unserem Geld zu nehmen, der um Carlos Haus Hals hängt. Okay. Hey, Aiden! Hat den eigenen Tod vorgespielt, um Bezüge zu erhalten. Ach du Scheiße, alles ändert sich. Plot-Twist, die ganze Kacke eskaliert hoch. Hugo und der Fremde sind ein und dieselbe Person. Carlos ist wahrscheinlich tot. Gut. Also, Gabriella hat offensichtlich gar nichts mehr damit zu tun. Und, ja. So Hugo faked his own death using Carlos's body instead of his own. That's cold. If we search the hotel room thoroughly, I bet we could figure out where those crooks are headed. Those crooks. Danke, Eden. Auch, dass du hier mir so super mitgeholfen hast bisher. Gefunden Stern. Brauchen wir bestimmt wieder... Oh, brauchen wir nicht mehrere? Was ist nur los? Aha, ein falscher Bart. Kann ich sie nicht mitnehmen? Brauche ich nicht. Gut, okay, dann eben nicht. Oder? Mit Leim vielleicht? Nein. Nee, vielleicht später. Ich vermute, dass die anderen Fragmente im Raum verteilt sind. Und jetzt haben wir hier noch den Apfel. Dann gehe ich erstmal raus und kümmere mich hier um die Äpfel. Und da haben wir auch noch ein Suchbild, also war es gar nicht so schlecht.
Diese Äpfel sind nicht richtig angeordnet. Ach du Scheiße, wie soll ich das Rätsel lösen? Oh. Geld! Wieso finde ich denn noch mehr Geld? Ich habe doch schon alles gekauft. Glasrahmen, okay. Ach du Scheiße, wie soll ich denn hier eine Haarnadel finden? Ich habe jetzt zweimal innerhalb kürzester Zeit Scheiße gesagt. Scheiße. Das versaut mir doch die Quote. Mist. So, was brauche ich denn alles? Ein Ei, ein Apfel. Ne, Äpfel habe ich schon genug gefunden in diesem Spiel. Karte. Messer. Und Karte. Sternwürfel, nein. Herz. Mond. Das Herz brauchte ich wirklich. Ich bin begeistert. Was war das? Rohrkolben. Oh Gott. Die Kaffeebohnen habe ich schon gesehen vorhin. Rote Serviette ist hier hinten. Buchstaben EK sind auf der Serviette drauf. Also auf dem Tuch hier. Und der Schmetterling ist das nicht. Das ist eine Libelle. Den Schmetterling habe ich aber auch schon gesehen. Ugh. Ich kann meine Herkunft nie ganz so überspielen, ne? Komm, wo ist der Schmetterling? Wenn dieses Pferd doch nur Flügel hätte. Flügel habe ich aber, glaube ich, auch irgendwo hier schon gesehen. War die nicht hier oben irgendwo? Wir reißen dem Engel die Flügel raus und benutzen die. Ach, hier. Ach, jetzt kann ich es nehmen. Und der Schmetterling ist bitte wo? Schmetterling. Ich will jetzt nicht jedes Mal beim letzten Objekt den Hinweis verwenden. Komm schon, Schmetterling. Ich habe den Hirsch gefunden, deswegen finde ich dich auch. Egal, wo du dich versteckst. Habe ich dir gesagt. Gefunden, Messer. Damit wir selber noch ein Verbrechen begehen können. Ganz klar. Gut. Dann weiß ich jetzt nicht, was wir mit dem Messer sollen. Aber irgendwas offensichtlich, ja. Schon. Messer, Stern, Leim, Horn. Nein, macht alles keinen Sinn. Ich muss mir mal schnell die Kopfhörer wieder richtig aufsetzen. So wird ein Schuh draus. Perfekt. Ach du Scheiße, ich kann die Kombination erst... Ich habe schon wieder das böse Wort gesagt. Ich kann die Kombination erst eingeben, wenn ich alle Knöpfe habe. Ich habe es jetzt nur gesagt, weil es so unfassbar kompliziert aussieht. Ich habe keine Knöpfe. Höchstens an meiner Hose. Aber die mache ich jetzt nicht ab. Und auf. Ich sollte in dem Raum nach Beweisen suchen. Eine Lupe wäre dabei sicherlich von Nutzen. Ja, dann muss ich erstmal das Glas finden, damit ich den Glasrahmen da reinpacken kann. Das ist ja witzig jetzt. Da steht eine Tasse dampfender Kaffee auf dem Tisch. Das macht gar keinen Sinn. Ja, Bart, wisst ihr, was soll ich denn mit dem Bart? Messer. Okay, jetzt bin ich gerade ratlos. Die Fragmente im Raum verteilt sind, ja schon. Und dann brauche ich den Leim vermutlich, um das Ganze zusammenzukleben. Eine Lupe wäre von Nutzen, ja, aber dafür müsste ich ja erstmal eine Lupe finden. Auch witzig, ey. Ja, ne? Aha. Dem armen Stier fehlt ein Horn. Okay. Gefunden, Linse. Okay. Na, mit der Linse kann ich doch vermutlich restlichen Teile der Lupe finden. Nehmen wir noch das. Ja, aber... Brauche ich jetzt noch einen Griff, oder was? Stern? Hä? Mein Gott, was soll ich denn bloß mit dem Bart? Soll ich ihn mir für immer ankleben, wie bei Dick und Doof, wo die im Sägewerk sind? Am Rande der Kreissäge, oder... Nee, wie hieß das? Irgendwas mit Kreissäge. Ach, Dick und Doof, das war schon geil. Aber da habe ich in Grim Facade 1 ja schon mal einen kleinen Tribute gemacht. Meine eigentliche Frage ist jetzt auch mehr, wie, was,
Ich habe doch hier auch schon alles ausgenommen, was auszunehmen geht. Den brauche ich nicht mehr anlabern. Ich muss hier liegen. Hier längs, wollte ich sagen eigentlich. Ja, alle Teile finden... Wie denn? Ich kann hier nichts ansprechen. Alter, aha, ein falscher Bart. Ich hab's ja verstanden. Das Polster wurde zugenäht. Alter, was? Das soll ich sehen oder was? Gefunden? Zahlenwalze. Walzt dir auch gleich mal in. Berechne die richtige Anzahl Kreise, Quadrate und Dreiecke. Na, Kreise ist einfach. 1, 2, 3, 4. Ach, nur durch draufdrücken. Gut. Dreiecke ist, glaube ich, auch noch relativ einfach. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8. Müssten 8 sein. Nee, mit Rechtsklick? Nein. Es geht ausschließlich Linksklick in diesem Spiel. So, und Quadrate ist, glaube ich, fast noch einfacher. Da haben wir nämlich 1... 2, 3. Kann es sein, dass es nur 3 Quadrate sind? Ja. Gefunden. Esmeraldas Ohrringe. Was auch immer ich mit denen soll. Gefunden. Juwelengriff. Mit dem Juwelengriff könnte man doch vielleicht... Aha. Finde mit Hilfe der Lupe alle Brieffragmente in dem Raum. Eins von 8. Das hat ja fast ein bisschen Interaction. Wie in Laura Jones. Cool. Eigentlich cool. Aber halt nicht so komplett neu, ne? Hier haben wir noch ein Fragmentstück. Was ist das eigentlich? Auf dem Sessel, klar, habe ich vorher nicht gesehen. Am besten liegt direkt auf dem Tisch noch eins. Das wär's. Ein Fensterbrett vielleicht? Irgendwo hier? Oh je, wo sollen die denn noch sein? Achso, war hier was? Nö. Da ist noch eins. 2 fehlen noch. Das zählt nicht. Das eins? Nein. Ja, spannend auf jeden Fall, ne? Naja, wo sollen die denn noch sein? Ich hab doch hier jetzt alles abgesucht, sag mal. Sag mal, hör mal eh. Hoffentlich wird's alles aufgenommen, ey. Ich hab da irgendwie... Weil ich letztens erst wieder eine schlechte Erfahrung gemacht habe, von wegen, die Aufnahme lief. Ich hatte sie schon gestartet, dann habe ich sie im nächsten Moment, weil ich dachte, sie lief noch nicht, wieder aktiviert und dadurch halt gestoppt. Und dann war wieder alles sinnlos. Also nicht bei einem Spiel, das nicht, aber naja. So, komm, gib mir das letzte Stückchen noch bitte. Wo haben wir denn jetzt hier noch keins gefunden? Irgendwo hier hinten muss das doch sein. Guck mal hier. Sexy. Beziehungsweise romantisch. Na komm. Ach so, lösen gibt's bloß. Nö, lösen will ich nicht. Ich will das schon noch alleine finden, aber ich suche mich hier etwas dusselig gerade. Okay, komm. An der Decke kleben dürfte es ja eigentlich kaum. Wobei, in diesem Spiel ist alles möglich. La, 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 la. Das zählte nicht.
Vermutlich habe ich es schon gesehen und einfach nicht angeklickt. Vielleicht aber auch nicht. Heute habe ich mich so dusselig gar nicht angestellt. Dusselig ist auch ein geiles Wort irgendwie. Wie kann man nur so dusselig sein? Dussel.